Ja, meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, ich habe lange kein Solo-Showdown mehr gespielt, beziehungsweise ich mache hier immer 3 vs 3 Wins. Heute dachte ich mir mal als Special, wir machen mal ein paar Runden Solo-Showdown mit dem guten Bo. Ihr seht gerade Wirbelhöhle, dort ist Bo ziemlich nice, deswegen dachte ich mir, wir machen mal ein Video mit Bo. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben da lasst, Leute, bevor das Video losgeht. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr im Shop rechts Creator Code Boogie einträgt. Kostet euch nichts und ja, würde mich sehr freuen. Und schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Wir gönnen uns jetzt noch das hier, was sehr neu ist. Das habe ich noch nie gesehen. 9 Gems, okay. Oh, ich habe übrigens auf dem zweiten Account auch Pins bekommen, aber da habe ich für 29 Gems noch eins bekommen. Okay, ja. Solide, solide. Nice. Oh, die Pins gefallen mir. Und dann würde ich sagen, let's go. Erste Runde. So, Leute, let's go. Übrigens werde ich jetzt die Tage wieder mehr streamen und länger, weil ich meine Brawler pushen muss Richtung zu den nächsten Starpunkten. Ja, 1 Million Starpunkte, Leute, ist nicht so ohne, muss ich sagen. Oh, die backsteppen sich schon. Ich werde ihn auch gleich backsteppen, ne? Ich werde nicht mit ihm teamen. Aber hier ist es gerade ein bisschen gefährlich mit den ganzen Shellys. Leute, schreibt mal gerne, ob ihr ab und zu mal Solo-Showdown sehen wollt oder Showdown Plus oder so. Das kann ich gerne mal hochladen. Wie gesagt, ich werde jetzt die Tage, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange die Season geht, paar auf 1000 pushen. Ich will eigentlich nicht den Boxer Ult feeden. Ja, ich muss echt sagen, Showdown ist so sweaty, ne? Also ich verstehe nicht, wie Leute auf 2300 oder so pushen. Ich meine, klar spielen die NA oder Asien oder so, da ist das viel einfacher. Aber in EU, muss ich echt sagen, sind ja die Leute alle am tryharden as hell. Ich bin bei 800 Pokalen oder so. 850, 860. Guck mal, wie er sein Leben reinschwitzt. Der soll weggehen von mir. Ich will nicht mit ihm teamen. Geh weg! Ich töte dich. Ich töte ihn jetzt gleich, wenn er nicht weggeht. Oh, ich bin tot. Oh, das gibt mir so viel Minus, Leute. Oh, minus 3. So, nächste Runde. Oh Mann, oh Mann. Ich verstehe nicht, wie Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare. Pusht ihr in Solo-Showdown? Also ich muss echt sagen, Solo-Showdown ist so anstrengend zu pushen. Vielleicht, es kann auch gut möglich sein, dass ich einfach lost bin in Solo-Showdown. Ne. Aber was ist denn das? Ich fange schon wieder an zu teamen. Das Game hat gerade angefangen. Ich muss vielleicht mein Gadget noch wechseln. Ja, ich wechsle mal danach mein Gadget. Ja, ich brauche meine Ulti. Ja, ich kann ihn nicht töten, ne? Ich kann ihn nicht töten. Na, ich brauche unbedingt Mortis. Lol. So. Geh weg.
Oh, der ist so ripped, dieser Mortis, ne? Der ist so ripped. Boah, ich... Leute, ich weiß nicht, wie man das spielt, ne? Holy shit, ich mach nur Minus. Ich spiele jetzt auch mal eine Runde Shelly. Ich weiß nicht, ob Shelly besser ist. Ey, kein Witz, ne? Also, eigentlich ist Bo overall hier sehr gut, aber ich glaube, Shelly ist jetzt einfach viel, viel besser. Ich nehme jetzt mal zwei Runden Shelly, um das mal zu testen. Leute, kurz für euch, ich spiele normalerweise nie Solo-Showdown, ne? Also, ich habe zwar Brawler hoch... Ich habe zwei Brawler in Solo hochgepusht auf 35, zwar 8-Bit und Amber. Amber war sehr, sehr stark und 8-Bit auch in der Meta, ne? Deswegen ging das noch. So, mal gucken, ob ich hier besser performe. Wie gesagt, Showdown ist halt immer so eine Sache, ne? Ich habe so das Gefühl, hier kommt gleich einer sneaky rein. Ich sag's euch, wie es ist, hier kommt gleich einer rein. Okay, doch nicht. War noch ein Schuss. Aber die Teamen da schon wieder zu 100. Boah, ich hätte so Bock rein zu pressuren. Oh mein Gott, ist das ein Geschwitze hier. Okay. Warum? Ja, das ist so ein Schwitzer, ne? Okay, Shelly ist besser. Ja. Das ist so lächerlich. Ja, okay, Shelly ist definitiv besser. Holy moly. Erstes Game direkt plus 9. So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute mal ein etwas kürzeres Video. Wenn ja, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da und natürlich gerne im Shop. Ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Creator Code Pookie und dann sehen wir uns spätestens heute im Stream oder morgen bei einem weiteren Video. Kuss, Kuss.